Kurzgeschichten sind mittlerweile Standard im Deutschunterricht und werden auch immer gerne in Klassenarbeiten oder anderen Arbeiten abgefragt. Alle Basics und Merkmale zu dieser Textsorte gibt es jetzt. Starten wir mal mit einem kleinen Fakt für Besserwisser. Kurzgeschichten gehören zu den epischen Texten und sind erst im 20. Jahrhundert in Anlehnung an die englischen Short Stories entstanden. Kurzgeschichten sind, und jetzt kommt eine Blitzmerker-Definition, kurz bzw. von geringem Umfang. Meistens sind sie nur 1 bis 2 Seiten lang, nur in Ausnahmefällen auch länger. Sie beginnen meistens mitten in einer Handlung und haben ein abruptes und offenes Ende, direkt nach der Pointe, womit sie den Leser auch zum Nachdenken und Interpretieren anregen. Die dargestellte Handlung entspricht einer alltäglichen Situation, in die wir uns relativ gut hineinversetzen können. Der Verlauf der Handlung selbst ist geradlinig und strukturiert, es gibt nur einen Handlungsstrang. Viele Kurzgeschichten greifen, zum Zeitpunkt des Schreibens, ein aktuelles Thema auf und stellen somit eine gewisse Identifikation für den und mit dem Leser her. Die erzählte Handlung umfasst meistens nur ein paar Minuten oder ein paar Stunden, längere Zeitspannen werden nicht betrachtet. Auch werden keine genaueren Orte genannt, wo die Handlung stattfindet, und Ortswechsel gibt es auch nur selten. Was ist neben der Handlung noch wichtig? Na klar, die Protagonisten. Meistens gibt es nur eine Hauptfigur in einer Kurzgeschichte. Die Hauptfigur ist eine normale und gewöhnliche Person, die du auch so im täglichen Leben treffen würdest. In der Kurzgeschichte muss sich die Hauptfigur einer Situation oder einem Konflikt stellen. Werfen wir noch einen kurzen Blick auf die Sprache. In Kurzgeschichten ist diese überwiegend prägnant, aber sachlich. Die Kurzgeschichten sind somit leicht und von jedem lesbar. Durch ein relativ schnelles Erzähltempo kann die Handlung dementsprechend auch zügig und kompakt dargestellt werden. Es wird viel wörtliche Rede verwendet, sowie Umgangssprache. Häufig werden auch bestimmte Wortfelder und rhetorische Stilmittel verwendet, es kommt zu Wiederholungen. Oft wirst du auch merken, dass auf Adjektive verzichtet wird, um eben kein langatmiges Erzählen zu ermöglichen. Was für eine Kurzgeschichte musst du analysieren oder schreiben? Schreib es uns in die Kommentare. Für die Analyse einer Kurzgeschichte, check gerne auch unser nächstes Video aus, Link hier links und in der Videobeschreibung. Über Likes und Kommentare freuen wir uns sehr, mach's gut und bis bald. Ciao!